Willkommen zurück. Wir sind bei Moderationstechnik. Ich habe im ersten Video einen zweiten Teil in Aussicht gestellt, vielleicht sogar noch einen dritten Teil. Was im ersten Video besprochen wurde, sehen Sie hier. Ja, wir haben gesprochen über die Rolle des Moderators. Wir haben gesprochen über den Unterschied zur Besprechung, sehr prüfungsrelevant, wird es oft gefragt, und über die Phasen der Moderation. Hier geht es jetzt vor allem um die Technik. In diesem Video geht es jetzt um das, was sich hinter diesem Wort Technik verbirgt. Und das meint einmal die Gesprächsführung, ja, die Gesprächsgestaltung. Und es meint die Karten. Das sind die beiden wesentlichen Elemente der eigentlichen Technik von der Moderationstechnik. Gesprächsgestaltung. Der Moderator ist im Hintergrund. Die Gruppe ist der Star. Wir haben es im ersten Teil gesehen. Was bedeutet das für die Gesprächsgestaltung? Die Gruppe ist zuständig. Also der Moderator darf nicht hingehen und sagen, hören Sie mal, von dem, was Sie da an Karten da hingeschrieben haben, da ist doch jetzt mal ganz klar, dieses Thema X da, was auf der roten Karte da steht, ist doch ganz klar das Wichtigste. Alles andere können Sie doch vergessen. Ja, dieses Thema ist das, was Sie klären müssen. Das ist genau das, was der Moderator nicht tut, nicht tun darf. Das ist Besprechung, nicht Moderation. Ja, die Gruppe ist zuständig, die Gruppe fällt die Entscheidung. Der Moderator ist im Hintergrund, er moderiert. Ja, er befiehlt aber nicht. Er ist Moderator, nicht Diktator. Also, Gruppe ist zuständig. Nehmen wir den zweiten Punkt nochmal auf. Neutralität des Moderators. Ein guter Moderator muss immer ergebnisoffen sein. Ja, der hat natürlich irgendwo auch seine eigenen Ideen und Vorstellungen, auch seine eigene Meinung. Ja, aber er muss mit dieser eigenen Meinung wirklich bei sich bleiben und darf sie nicht äußern, dann würde er seine Rolle als Moderator missbrauchen. Ja, er ist also neutral. Dann, ich habe es schon mal erwähnt, Transparenz des Ablaufs. Das ist wieder eine Sache, die der Moderator der Gruppe vermitteln sollte. Wir machen jetzt erstens das, das, das. Und erstens heißt dann immer, wir entwickeln Ideen und wir stimmen dann ab und gehen dann den Weg weiter entsprechend dem Abstimmungsergebnis. Aber jeder Teilnehmer der Moderation soll wissen, was los ist, warum man das jetzt macht, was man macht und was als nächstes kommt. Das ist wieder Aufgabe des Moderators. Und dann muss der Moderator noch auf etwas achten, nämlich auf Einbeziehung aller Teilnehmer. Was nämlich hier abläuft, ist Gruppendynamik vom Feinsten. Und da gibt es immer Leute, die auch hier wieder alles an sich reißen. Es gibt Führer, es gibt Mitläufer, es gibt Außenseiter, es gibt Clowns. Na, diese ganzen Rollenverhalten in Gruppen kommen natürlich auch wieder hier ganz stark zum Tragen. Und Aufgabe des Moderators ist einmal das zu wissen. Er muss sich also mit gruppendynamischen Prozessen auskennen, braucht auch viel Erfahrung. Und zum Zweiten auch sehen, dass der oder diejenige, die immer schweigt, auch mal was sagt. Also auch diese Leute einzubeziehen. Denn nachher sind das vielleicht die, die die Entscheidung der Gruppe torpedieren oder boykottieren oder wie auch immer. Ja, es muss am Ende wirklich ein Ergebnis rauskommen, das von allen in der Gruppe getragen wird. Das ist Aufgabe des Moderators, Einbeziehung aller Teilnehmer. Eines der Hauptinstrumente sind neben der Pinnwand diese berühmten Pappkärtchen, die Sie alle kennen, mit den entsprechenden Schreibern, also diese Flipchart-Marker und den Pinnen oder Magnetstickern, was auch immer. Ja, da gibt es auch bestimmte Regeln, da muss der Moderator wie so ein bisschen drauf achten, so ein bisschen dezent diese Regeln da ins Spiel bringen. Also man sollte in Blockschrift schreiben, damit es einfach jeder lesen kann. Dann sollte man immer dran denken, nur ein Gedanke pro Karte. Ja, das sind Dinge, wo der Moderator wirklich so ein bisschen auch führend eingreifen sollte. Das ist ja nicht inhaltlich, sondern das ist formal, aber da muss er schon dafür sorgen, dass das hier
richtig gemacht werden, sonst gibt es Reibungen. Ne? Also, ich kann deine Schrift überhaupt nicht lesen und so, kannst du nicht vernünftig schreiben und dann ist man wieder irgendwo, wo man nicht hin will. Dann maximal 3 Zeilen pro Karte. Ja, also auch diese Karten nicht vollpinnen, sondern einfach sehen, dass man seinen Gedanken in maximal 3 Zeilen mit anderen Worten kurz und knapp formuliert. Ja, das ist wieder Aufgabe des Moderators, dafür zu sorgen, dass das passiert. Das ist eine formale Sache, keine inhaltliche. Bei den inhaltlichen hat er sich neutral zu verhalten. Bei den formalen Sachen hat er dafür zu sorgen, dass es so gemacht wird und auch von allen akzeptiert wird. Ja, wenn Sie mal in der mündlichen Prüfung gefragt werden, ne, ja, darf der Moderator denn überhaupt nicht, muss der immer, ist, hat er gar nichts zu sagen? Doch, im Bereich der Form muss er sogar stark sein, muss er sogar eine gewisse Dominanz zeigen, damit einfach diese Regeln hier beachtet werden, damit inhaltlich was Gescheites dabei rauskommt. Ja, ganz einfach. Nur inhaltlich, was das Thema oder die Themen angeht, muss er sich neutral verhalten. Er darf eine eigene Meinung haben, ganz klar. Aber er muss sich neutral verhalten und er muss immer ergebnisoffen sein. Er muss immer, wenn er morgens aufsteht und eine Moderation machen soll, dann muss er selber gespannt sein, was da am Abend oder am Nachmittag da rausgekommen ist. Ich kenne Leute, die so, für mich war das nie so das Ding, aber ich kenne Kollegen, als ich noch so als Trainer aufgetreten bin, kenne ich Kollegen, die das mit Freude gemacht haben. Ja, einfach weil es ergebnisoffen war, weil sie selber nicht wussten, was in dem gruppendynamischen Prozess da rausgekommen ist. Das kann sehr spannend sein. So, ja, das ist es im Prinzip zu der Technik. Jetzt habe ich noch, ja, wir machen eine neue Mindmap und schauen uns noch den Moderator noch etwas genauer an. Ja, das scheint mir das Beste zu sein. Also ich glaube, ich werde eine neue Mindmap aufsetzen, sonst wird das hier auch zu voll. Dann machen Sie das zu Hause auch. Schreiben Sie die Mindmaps nicht zu voll, sondern machen Sie lieber eine neue Mindmap. Also Moderationstechnik, Komma, Moderator wird wahrscheinlich diese Mindmap heißen. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.